country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Ich habe hier eine Anfrage von. Hallo Leute. Was will sie denn? Sie hat wohl schon über einen längeren Zeitraum ohne Erfolg versucht, jemanden in das Badehaus einzuschleusen. Sie will die Telefone abhören, um mehr über die roten Nischen herauszubekommen. Bla bla bla. Sie lässt fragen, ob du die Telefonleitungen anzapfen kannst, die sich im und um das Haus herum befinden. Na, wenn es für Francis ist, schon so gut. Ach, Francis, was ist das für ein Frauenname? Also, ja, willkommen zu meiner Hassmission im gesamten Splinter Cell Chaos Theory Spiel. Das Licht ist kaputt. Warum? Ganz einfach. Am Schluss kommt eine. Ich spoiler noch nicht. Was haben wir denn hier? Telefonleitung, cool. Dass die offen liegt, das ist schon mal sehr interessant. Das war die erste Telefonleitung. Versuch auch die anderen anzuzapfen. Ist da nicht immer so ein Kasten drum? Oh, scheiße, ich eine Taschenlampe. Was macht die da? Oh, boah, geil. Der kann die fallen lassen? Okay. Was treibst du hier? Oh, Mann. Falsche Antwort. Wir sollten die DSL-Verbindung überprüfen. DSL, hä? Mhm. Um sicherzustellen, dass es keine Interferenzen gibt. Warum? Will Shetland sich ein Netzwerk aufbauen? Ja, es geht um etwas, das er Subnetz nennt. Ein mobiles, drahtloses Netzwerk, Subnetz. Das zwischen den regulären Funkfrequenzen liegt. Habe ich dich nicht schon mal gesehen, mein Freund? Da ist es unmöglich, es anzuzapfen. Danke für deine Mitarbeit. Ich glaube, der Typ. Kein Problem. Ich glaube, der Typ hat Zwillinge in der ganzen Welt. In der Batterie habe ich einen von denen gesehen. Im Leuchtturm habe ich einen von denen gesehen. What the fuck? Okay. Oh, scheiße. Ah, fuck. Ah, okay. Das macht das hier. Ach, lauer keine Scheiße. Wow. Alter, es leckt so. Komm her, Junge. Jetzt ist das ganze Schild kaputt. Cool. Das ist von Vorteil. Du schon wieder? Habe ich dich nicht gerade flachgelegt? Ausgeschaltet. Dein Freund ist auch gleich dran. Na, das ist genau der gleiche Typ, nur mit Haaren auf dem Kopf. Okay, da ist noch ein bisschen Licht. Das ist aber nicht schön. Da. Von wegen, das ganze Schild ist jetzt aus. Boah. Heiße Brille. Nützt ja auch nicht viel. So. Wo geht's hier rein? Ah, okay. Puh, verbraucht schon den Haupteingang. Haupteingänge sind was für alberne Videospielcharaktere. Nur noch mal zur Erinnerung, Sam. In dem Badehaus sind einige Zivilisten. Du darfst auf keinen Fall, ich wiederhole, ja, auf keinen ja. Fall einen Zivilisten töten. Ich weiß es. Sei bitte mehr als nur vorsichtig. Sei eher so wie Gandhi. Geht klar, Sir. Wer ist Gandhi? Oh, Leute, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich hoffe, die Mission schaffe ich halbwegs gut. Okay. Ah, das ist ein Traum hier. Wo ist denn der... Boah, scheiße, wo ist denn der Arsch? Da, da sitzt er. Okay. Fischer. Diese Jungs sehen mir nicht gerade japanisch aus. Die Anzüge sind an den Schultern besonders weit geschnitten. Die sind bewaffnet. Ja, schätze, die arbeiten für Licht. Sie versuchen vermutlich kein Aufsehen. Man kann sich auch hier vorbeischleichen an dem Tuch. Dark hat ein Gespür dafür, bei dem Ventilator hier. Was zum... Ah, oh, schade. Fuck. Und jetzt das Licht. Scheißegal. Das bezweifle ich, dass ich da jetzt rauskommen werde. Weil du nicht lieb bist zu mir. Scheiße. Beschuss? Leck mich! Fick, jetzt haben sich alle alarmiert. Die Anzüge sind an den Schultern besonders weit geschnitten. Die sind bewaffnet. Wie soll ich das Ding bitte ausschalten? Ohne dass der mich sieht. Kein Aufsehen zu erwähnen. Ah, ist so bescheuert. Da gibt's Sinn. Dark hat ein Gespür dafür, wann man diskret sein sollte. Wo ist denn das Ding? Da. Wer ist da? Ich nicht. Ich bin nicht da. Also. Kollege. Du mich mal kreuzweise können. Was ist denn das jetzt gewesen?
Du siehst gar nichts hier. Kann ich dich verhören? Ich will mit jemandem reden. Komm, rede mit mir. Oh, bist du lieb. So, machen wir das auf die elegante Art und Weise. Du gibst mir ein paar vernünftige Informationen. Und natürlich dich. Und im Gegenzug lasse ich dich am Leben. Schade. Mehr als fair. Was wollen Sie von mir hören? Wie viele Männer sind hier vor Ort? Ist da noch jemand? Nun, ich habe keine Ahnung. Shetland hat uns wie einen Flashmob mobilisiert. Wir waren über Tokio verstreut. Okay. Dann kam der Anruf und jeder hat seinen Teil des Plans bekommen. Interessant. Cool. Meine Aufgabe bestand nur darin, hierher zu kommen und diese Ebene zu sichern. Hast du gut gemacht. Ich weiß nicht einmal, wo die anderen stecken. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele es sind. Ach, Zahlen-Ski-Klappe. Okay, cool. Vielen Dank für die Information, aber es wäre nicht mehr als 20.30 Uhr. Okay, verdammt, am Schluss. Ah, ich hasse dieses Level einfach. Ich denke schon, das Ende. Oh, fuck. Geh die Treppe hoch und versuch es nördlich von deiner Position hinter dem Empfang. Also, ich weiß nicht. Das steht schon mal fest. Zack. Der Körper wird nicht entdeckt. Die gucken nicht hinter diesen Tresen. Das kann ich aber nicht versprechen. Alter, werden das schon wieder gesagt. Was willst denn du hier? Der da hinten ist ein Zivi. Ah, der guckt in meine Richtung. Das ist nicht gut. Bevor den Körper entdeckt, komm her. Ah! Wenn du schön brav bist, so kein Aua. Oh. Wer? Was? Sag mir alles, was du über den Bereich weißt, den du hier sicherst. Die Lobby und die oberen Büros sind nördlich von hier. Hier hinten ist eine Pistole. Die Bäder befinden sich südlich. Wow. Du hast ja wirklich gar keinen Rückgrat, Mann. Nee. Ja, ich weiß. Viele Leute haben mir schon gesagt, dass ich zu jedem zu nett bin. Vielleicht lassen sie mich deshalb nie allein aufwache. Das ist mal ein Idiot. Der größte Idiot im Spiel, den haben wir schon gesehen. Der war in der Batterie. Und das kann man auch nicht übertreffen, so blöd wie der war. Gut. Das hätten wir alles schön dunkel. Kann man hier ablösen. Ausschalten. Also ich weiß nicht. Das ist schon mal klar. Ablösen, ablösen. Die wundern sich nicht, dass das abgelöst wird, ne? Ah, scheiße. Aber Taschenlampen sind weitaus nicht so gefährlich wie Leuchtstäbe oder Brennstäbe. Ah, scheiße. Okay, aber manchmal sind sie doch sehr gefährlich. Das ist jetzt nicht gut gewesen. Aber die Wochen sind echt stinkblöd. Ich laufe durch den Lichtkegel und die... Pfuh, da war nix. Das war vielleicht eine Maus. Oh, noch einer, den man verhören kann. Geil. Weißt du, wen ich suche? Vermutlich Shetland. Vielleicht. Genau wie all die anderen. Hä? Wo steckt er? Er trifft sich in Kürze mit jemandem. Irgendwo hinten. Ah. Bei den privaten Bädern. Wo und wann genau, weiß ich auch nicht. Habt ihr einen Notfallplan? Wo kommst du jetzt her? Etwas schief läuft? Keine Ahnung. Aber ich vermute, die würden dann von einem Hubschrauber auf dem Dach abgeholt. Ich hoffe, der findet jetzt den Körper nicht. Ach, wird er schon nicht. Ich mache mir da jetzt einfach mal keine Sorgen. Okay. Ja, wo ist hier die Lichtquelle? Dieses Ding da? Das will ich. Oh, scheiße, kommt der Wache. Nein, das ist nicht die Lichtquelle gewesen. Ich schalte erstmal die Wache aus. Ja, dann komm doch her. Och, komm jetzt bald ich mal. Ich habe ja noch was anderes zu tun. Ah, du blödes. Ja, ich halte euch für Amateure. Und dieser Gedanke ist nicht falsch. Kommst du jetzt bald oder was? Ey, ich will dich nicht abknallen, aber ich bin kurz davor. Hallo, feige Drecksau, hä? Junge, ich bin echt kurz davor. Scheiß drauf. Der hat genervt. Außerdem kann ich nicht versprechen, dass ich überhaupt 1% kriege, geschweige denn alle 100. Mist, wo ist hier der Scheiß? Da.
Lichtquelle. Okay, cool. Sorry. Du hast dich nicht bewegt, das hat mich genervt. Was haben wir hier? Computer. Computer. Oh, ein Sicherheitszugriff. Sauber. Ist immer was, irgendwas Cooles. Was haben wir da? Ah! Fuck, da kommt einer.